Eieiei, was ich euch heute wieder mitgebracht habe. Zwei Videos, die, naja, extremer nicht sein könnten. Wir haben einmal einen Fall aus Oldenburg, wo man ganz klar sagen muss, dort wurde richtig abgezockt. Und wir haben den Fall aus Gelsenkirchen, wo, ich sag mal, beim WDR immer mehr das Kartenhaus zusammenbricht und die Berichterstattung über die AfD, ich sag mal, argumentativ sehr, sehr schwierig wird und der Bevölkerung auch fast nicht mehr zu erklären. Darauf könnt ihr euch heute freuen. Wenn du das zukünftig nicht verpassen möchtest, lass mir jetzt ein kostenloses Abo da, aktiviere die Glocke und erzähl deinen Freunden und Bekannten gerne von freiheitlicher Berichterstattung, wie sie beispielsweise in den öffentlich-rechtlichen Medien so eher selten passiert. Sollte sie passieren, zeige ich euch das hier gerne und präsentiere euch das in dem ganzen Gewusel, was die so täglich fabrizieren. Starten wir als erstes in Oldenburg. Und dort kann man sagen, es ist ein komplettes Staatsversagen. Eine Sache möchte ich euch hier einmal noch mit auf den Weg geben. Sowohl der Fall in Oldenburg als auch der Fall in Gelsenkirchen haben eine ganz extreme Gemeinsamkeit. Und zwar ist beides SPD geführt. Und die Gottkanzlerpartei von Scholz zeigt, wie gut sie mit Geld umgehen kann und wie gut sie, ich sag mal in Anführungszeichen, versagen können. Film ab. In diesem Haus in Oldenburg sind Flüchtlinge untergebracht, genau wie in diesem und diesem. Alle gehören dem gemeinnützigen Verein Oldenburg hilft. Das Problem, geholfen hat der Verein vor allem sich selbst und dabei ganz schön abkassiert. Quasi direkt nach Kriegsausbruch mit Bussen Menschen in einer sehr, sehr großen Menge hierher gebracht, hat dann schnell das Geschäftsprinzip begriffen, Wohnungen anzumieten und Häuser, die oft in einem desolaten Zustand waren, und haben dann quasi die einzelnen Zimmer vermietet als Einzelmietverträge. Und so hat die Stadt zum Beispiel für Häuser, die 6 Zimmer haben, 6 mal 500 € plus Nebenkosten bezahlt. 40.000 Euro soll dieser eine Verein in Oldenburg monatlich vom Staat als Gewinn kassiert haben. So wie in Oldenburg gibt es deutschlandweit für die Kommunen saftige Kosten, wenn es um die Unterbringung von Flüchtlingen geht. In Berlin bekommen Vermieter für eine einzige Person bis zu 3.000 Euro vom Staat im Monat. Bei großen Familien oder Wohngemeinschaften kommt da so richtig was zusammen. Die Kommunen sind bereit, fast alles zu bezahlen. Wegen des großen Zuzugs gibt es schlicht kaum noch Wohnraum. Das wird immer mehr ausgenutzt. Das Migrationsministerium in Baden-Württemberg schlägt Alarm. Die Bundesregierung muss gemeinsam mit der Europäischen Union Maßnahmen treffen, dass der Zugang runtergeht. Die Städte und Kommunen vor Ort müssen das ausbaden, müssen die Menschen unterbringen. Und deshalb auch im Zweifel angewiesen, solche Anmietungen zu machen, aber das ist zu teuer, was wir da an den Fällen gerade lesen. In Oldenburg hat die Stadt angekündigt, nicht mehr mit dem Verein zusammenzuarbeiten. Während einige wenige so richtig abkassieren, sind die Mieten in der Stadt wegen des großen Zuzugs und geringen Wohnraums für alle stark gestiegen. Als allererstes, bevor ich was dazu sage, möchte ich gerne deine Meinung jetzt in den Kommentaren lesen. Was sagst du, nachdem du diesen Beitrag der Welt über, sagen wir mal, die Situation mit Mieten und Flüchtlingen gesehen hast? Ich persönlich kann nur eins als allererstes sagen. Dieser, in Anführungszeichen, gemeinnützige Verein sollte ganz, ganz schnell die Gemeinnützigkeit entzogen bekommen. Weil das hat ja nichts mit Gemeinnützigkeit zu tun. 40.000 Euro im Monat. Easy. Wer wünscht sich das denn nicht? Und wie kann man so leicht den Staat abzocken? Ihr müsst immer überlegen, das Ganze hast du und ich finanziert. Und jetzt wird dieses Geld einfach wahllos Menschen in den Rachen geworfen, die Leute hierhin karren, die quasi noch mehr Menschen nach Deutschland holen, sie dann hier unterbringen und richtig ordentlich abkassieren. Dass da keine Integration gut stattfinden kann, wenn man beispielsweise eine 6-Zimmer-Wohnung hat und da 6 Afghanen wohnen, ist, glaube ich, selbsterklärend. Aber das ist ja auch gar nicht Ziel, weil wir haben den Platzmangel und scheiß auf die Deutschen, scheiß auf alle Leute, die hier arbeiten und für die normaler Wohnraum unbezahlbar geworden ist. Hauptsache, wir haben hier ganz viele Leute überall aus der Welt, oft jetzt aus Afrika, Syrien, Afghanistan. Wir haben Platz, wir haben gar kein Problem damit. Wir haben auch keine erhöhte Kriminalität oder sonstiges. Also es ist einfach nur
absolut lächerlich, was hier abgezogen wird. Es ist richtig, dass die Stadt jetzt nach insgesamt fast 10 Jahren, also 9 Jahre, nicht mehr mit dem Verein zusammenarbeitet. Wenn man sich mal überlegt, 40.000 Euro mal hochgerechnet, also ist nicht wenig, was da gezahlt wurde. Und vor allem, wenn man sich überlegt, das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist eine einzige Organisation. Und was glaubt ihr denn, wie viele es davon in Deutschland gibt? Die Asylindustrie boomt und diese muss gestoppt werden. Was denkst du darüber, nachdem du jetzt meine Einschätzung dazu erfahren hast? Kommen wir nun zu einem anderen Stadtteil, und zwar zu Gelsenkirchen. Gucken wir uns das gemeinsam an und dann reden wir darüber, weil da fällt das Kartenhaus so richtig zusammen. Wie ist die Stimmung im Stadtteil? Egal wo, ich komme mit allen sofort ins Gespräch. Ruhrgebiet halt. Jeder denkt nur an sich. Woran merken Sie das? Woran machen Sie das fest? Doch allgemein. Das ist doch keine Freundschaft mehr. Das ist schon fast Feindlichkeit, würde ich mal sagen. Mir fällt was auf. Fast alle betonen, dass sie gegen den einzelnen Menschen nichts haben. Aber vor allem der Armutszuzug aus Südosteuropa hat das Leben im Stadtteil nochmal stark verändert. Also jeder betont, dass er nichts gegen einzelne Menschen hat. Aber trotzdem wird hier gleich ein Bild gezeichnet, was einem zum Nachdenken anregt. Wir gucken gleich mal weiter und hört euch genau an, wie hier, ich sag mal, dem Zuschauer eine gewisse Richtung aufgezwungen wird. Für Robert, er kommt aus Rumänien, ist die Stadt aber ein guter Ort. Für ihn heißt Gelsenkirchen Perspektive. Und dann in Rumänien, to work here? Ja, Rumänien arbeitet 500 Euro im Monat. 500 im Monat hat er in seiner Heimat verdient. Jetzt hat er 2000, sagt er mir. Also die allererste Frage, die ich hier hätte: Hat er die 2000 Euro, weil er hier arbeiten geht oder weil er eine Familie hat und Sozialleistungen bezieht? Das wäre die erste Frage, die ich hier hätte. Jeder, der hier hinkommt, sich voll und ganz integriert, hier einer geregelten Arbeit nachkommt, sich den Werten und Gepflogenheiten von Deutschland vernünftig eingliedert und diese wahrt, der ist doch willkommen hier. Aber Menschen, die sich hier nicht integrieren wollen, die nicht die Werte, die hier vermittelt werden durchs Grundgesetz und die Gesetze im Land, die möchten wir hier nicht haben. Das ist zumindest meine Meinung. Wir gucken weiter. In der Stadt regiert die SPD. Bei der letzten Europawahl hat die AfD in NRW nirgendwo besser abgeschnitten als hier. Ich treffe Angie Seeli-Zacharias, Landtagsabgeordnete. Wir sind beide 30. Sie lebt bis heute hier. Jetzt kommen wir beide von hier und wir hatten auch schon türkische Mitschüler. Die Dönerbude gehört zum Stadtbild. Eigentlich kann Gelsenkirchen doch Integration. Kann die Stadt das aus Ihrer Sicht nicht mehr? Also eigentlich ist auf den Punkt gebracht. Ich bin ja auch mit ganz vielen türkischen Mitschülern aufgewachsen. Warum spielt es damals keine Rolle und was ist heute anders? Heute ist der Punkt, der entscheidende Punkt anders, dass ja selbst die hier groß gewordenen Türken, die sich hier eine Heimat tatsächlich aufgebaut haben und sich hier auch heimisch fühlen, ihre Häusken hier haben, dass die ja sich inzwischen beispielsweise von den Armutszuwanderern bedroht fühlen. Ja, sie bringt es hier auf den Punkt und so richtig wird vom WDR hier auch nicht gesagt, diese Frau, die gerade gezeigt wurde, ist Landtagsabgeordnete bei der AfD. Man hätte ja auch denken können, ja, das ist eine von der SPD oder so, würde natürlich nicht so reden, aber es wurde hier nicht nochmal explizit erwähnt. Also, wir haben hier eine Hochburg SPD geführt und ja, was soll ich sagen? Komisch, dass dort die AfD so extrem stark ist. Wir gehen in den Schlussspurt. Sie kam selber mit 6 Jahren aus Albanien. Eine Partei, in der es teils rechtsextreme Positionen gibt, trotz Migrationshintergrund. Ist das nicht ein krasser Widerspruch? Wir treffen zufällig Martin Tamas, auch in der AfD, seine Eltern aus Afghanistan. Wir kamen hier hin, wir wollten einen Müller, einen Schmidt, so kannten wir das, so deutsche Tugenden, Benehmen etc. Man merkt jetzt, die auch 2015 die Afghanen hier hinkommen, es ist genau das Gegenteil. Die benehmen sich nicht, wir leiden darunter. Wir Afghanen, beziehungsweise die mit der Migration, die Mitte der 80er kam, wir werden ja in einen Topf geschmissen. Wo verläuft die Grenze? Wo zeigt man mit dem Finger auf drängende Probleme? Ja, wo zeigt man mit dem Finger auf drängende Probleme? Es wäre ja mal sinnvoll gewesen, die Menschen einfach vor der Kamera zu fragen, wie das denn übereingeht. Aber nein, es wird hier eher ein bisschen Framing betrieben. Ich bin ganz ehrlich,
der WDR wird sich noch richtig umgucken. Und zwar, wenn immer mehr AfD gewählt wird und dann auch mal argumentativ darüber gesprochen wird. Wer kann denn diesen beiden Leuten da irgendwie widersprechen? Die haben doch vollkommen recht mit dem, was sie sagen. Und was ist jetzt daran bitte, Bubu böse? Na, Nancy, möchtest du mir es verraten? Ach ja, stimmt. Gar nichts. Außer, dass sie eine andere Meinung vertreten, als das, was Linksgrün, Ampel und CDU so wollen. Immer mehr Menschen werden erkennen, es gibt hier Probleme. Die muss man angehen und darüber muss man sich unterhalten. Und das ist super, super wichtig. Ich kann euch nur sagen, passt auf euch auf, informiert andere Menschen darüber, was hier los ist, teilt gerne das Video, damit helft ihr meinem Kanal ungemein, mehr Menschen dazu zu bringen, zu erkennen, was in diesem Land los ist und die AfD argumentativ zu stellen, ist halt für die meisten Journalisten schon ein riesengroßes Problem. Weil dann müsste man ja auch Sachen, die die AfD sagt, anerkennen, wenn sie gute Argumente haben. Die heutige Bienenfrage beschäftigt sich mit dem Thema. Ein Zuschauer hat Honig geschenkt bekommen von einem Hobbyimker, der leicht einen zitronigen Geschmack hatte. Der Hobbyimker konnte ihm leider nicht sagen, woher dieser Geschmack kommt. Deshalb hat er sich jetzt an mich gewandt. Und ich kann nur sagen, ich habe viel zu wenig Infos dazu. Mit den Infos, die wir jetzt hier bekommen haben, versuche ich das Ganze mal ein bisschen einzuordnen. Und zwar, ein zitroniger Geschmack kann natürlich von Zitrusgewächsen kommen. Das ist eine riesengroße Anzahl, die hier meist nicht heimisch sind. Also nur wirklich vereinzelt in manchen Gärten vorkommen, die sich sehr mit dem Thema auseinandersetzen. Es kann aber auch ein leicht zitroniger Nachgeschmack, beispielsweise bei Lindenblütenhonig, passieren. Das wäre dann eine Sommertracht, aber es ist natürlich viel zu wenig Infos, um hier großflächig quasi darüber zu reden. Man könnte jetzt hingehen, wenn man es wirklich genau wissen möchte, und eine Probe einschicken zum Bieneninstitut. Und dann kann man den Honig analysieren lassen. Dann sieht man genau, was für Bestandteile da drinnen. Ich würde jetzt, wenn ich raten müsste, sagen, es ist eine Sommertracht, die einen großen Anteil Lindenblüte hat, die dann scheinbar im Nachgeschmack etwas zitronig wirkt. Du kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob dem so ist. Und wenn ihr solche Sachen habt, versucht mir immer möglichst viele Infos in den Kommentar zu schreiben, weil ich kann ja nur mit Hilfe dieser Infos irgendwie versuchen, die Frage bestmöglich zu beantworten. Sonst muss ich immer so ein bisschen ausholen und versuchen, das Ganze einzuordnen. Wenn du Bienenfragen hast, lass mir jetzt einen Kommentar da. Abonnier den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du auch nicht verpasst, wenn deine Bienenfrage beantwortet wird. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Marvin. Ciao.